Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Retro-Episode. Heute geht es zurück ins Jahr 2014 mit F1 2014. Warum 2014? Eigentlich hatte ich geplant, F1 2010 zu spielen. Leider kriege ich das aktuell nicht zum Laufen und da Suzuka direkt vor der Tür steht, habe ich mich dann für 2014 entschieden. Eine Saison, die einen tragischen Twist hatte, an exakt dieser Stelle, an die wir heute zurückkehren. Es sollte nämlich der letzte Grand Prix für Jules Bianchi werden an diesem 5. Oktober. Was war passiert? Adrian Sutil war von der Strecke gerutscht und musste mit einem Bergungsfahrzeug geborgen werden. In der Folge rutschte Jules Bianchi in dieses Bergungsfahrzeug und erlag neun Monate später seinen Verletzungen. Sein Tod soll aber nicht umsonst gewesen sein, denn im Zuge dieser Tragödie entschied man sich, den Halo einzuführen. Dieser rettet bis heute zahlreichen Piloten in der Formel 1, 2 und 3 das Leben. Unter anderem Lewis Hamilton, Charles Leclerc bis hin zu Romain Grosjean und weiteren. Nach diesem tragischen Ereignis kommen wir nun zu weiteren Fakten der Saison. Hamilton wurde Weltmeister und Mercedes Konstrukteursweltmeister. In Sochi wurde das erste Mal gefahren und Spielberg kam zurück in den Formel 1 Kalender. Außerdem war dies der Start der V6-Ära. 11 Teams haben sich für die Saison gemeldet, wobei 2 Teams es nicht bis zum Ende der Saison schaffen werden. Dazu später mehr. Kommen wir nun zu den Fahrerpaarungen. Als allererstes starten wir mit Mercedes. Lewis Hamilton und Nico Rosberg bildeten das Fahrergespann 2014. Danach geht es zu Red Bull mit Sebastian Vettel und Daniel Ricciardo. Beide Fahrer werden wohl mit Ablauf der Saison 2022 die Formel 1 verlassen. Testfahrer war in diesem Jahr ein gewisser Carlos Sainz. Weiter geht's mit Ferrari. Dort fuhren Fernando Alonso und Kimi Räikkönen. Im Team Williams fuhren der frühere Ferrari-Pilot Felipe Massa und Valtteri Bottas, der seine hier angezeigte Statistik in den kommenden Jahren ausbessern wird. Das Team McLaren-Mercedes bestand aus Jenson Button und Kevin Magnussen, der heute für Haas fährt. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Wir kommen zu Sahara Force India, die ihrerzeit Spyker übernommen hatten, dann zu Racing Point wurden und mittlerweile als Aston Martin fahren. Die Fahrer waren Nico Hülkenberg und Sergio Perez. Scuderia Toro Rosso gibt es so auch nicht mehr, sondern mittlerweile heißt sie Alpha Tauri. Die damalige Fahrerbeteiligung bestand aus Jean-Éric Vergne und Daniel Kvyat. Testfahrer war ein gewisser Max Verstappen. Kommen wir zu Lotus. Lotus ging aus dem ehemaligen Renault-Werksteam hervor mit Romain Grosjean und Pastor Maldonado. Durch finanzielle Schwierigkeiten kaufte Renault sich das Team zurück und fahren mittlerweile als Alpine in der Formel 1. Nennenswerter Testfahrer ist hier Esteban Ocon. Sauber ist bis heute in der Formel 1 zugegen, heißt aber durch das Namenssponsoring Alfa Romeo F1 Team All-In bis Ende 2023. Dann soll das Sponsoring Stand jetzt aufhören. Fahrer damals waren Adrian Sutil und Esteban Gutierrez. Kommen wir nun zu den Problemkindern der damaligen Saison 2014. Zuallererst Marussia. Marussia nutzte unterschiedliche Namen und wurde 2014 zahlungsunfähig. Dies ging so weit, dass man sich entschied, in den USA und in Brasilien nicht anzutreten. Fahrer damals waren der verunglückte Jude Bianchi und Max Chilton. Das Team wurde 2017 liquidiert. Ein weiteres Team, das die Saison 2014 nicht überlebte, ist Caterham. Das Team scheiterte daran, dass es übernommen werden wollte. Die Verhandlungen schlugen fehl und so entschied man sich, in den USA und Brasilien nicht anzutreten. In Abu Dhabi jedoch schlug man trotzdem auf. Gebracht hat es nichts, auch Caterham wurde 2015 liquidiert. Stammfahrer waren Kamui Kobayashi und Marcus Ericsson. Und damit hinein ins Rennen in Suzuka. Und hier sehen wir schon eine Neuerung, also in Anführungszeichen Neuerung, eine Animation. Ich verstehe zwar, dass sie ewig lange dauert, aber ich finde, sie bringt ein bisschen mehr Immersion da rein und ich finde sie voll cool. Muss ich ehrlich sagen. Ich würde mir sogar tatsächlich wünschen, dass man die Möglichkeit hat, auf eine offizielle Installation Lab zu fahren. Ob man das braucht oder nicht, ne, sei mal dahingestellt. Aber ich fände es trotzdem voll cool, wenn es das geben würde. So. Und fälschlicherweise habe ich im letzten Video gesagt, dass es keinen Kupplungsmodus gibt in NRF 1 2019. Natürlich gab es den. Ich habe ihn einfach nicht gefunden. Hier gibt es den aber definitiv nicht. Und dann starten wir jetzt ins Rennen. Und
Ich habe mich tatsächlich für Jude Bianchi entschieden, einfach damit dieses Rennen mal für ihn gut ausgeht. Hoffentlich. So. Vielleicht können wir ja auch hier die Geschichte in Anführungszeichen positiv schreiben. Und hier sehen wir aber viele Leute fahren übers Gras und du siehst hier fast nichts. Und die hinter mir werden auch nichts sehen. Eriksson geht auch noch vorbei. Und die Autos, ganz ehrlich, die lassen sich sehr interessant steuern und haben auch, ich würde nicht sagen, wir sehen es gleich, wie viel Grip die haben. Auf jeden Fall, ABS ist aktiviert, aber es nützt teilweise nichts. Gefühlt, Gutierrez hat da ein Problem, da fliegen Teile. Genauso wie Sutil musste da ein bisschen verlangsamen. Die kommen aber nicht dran vorbei und dort wird wieder sehr viel Nebel aufgewirbelt. Wir haben Chilton, unseren Teammate, und dann gehen wir schön an beiden vorbei. Das war das erste Formel 1 in der Hybrid-Ära. Und ich weiß gar nicht, ich kann mal gerade in der Zeit gucken, was auf Steam hier steht. 17 Stunden habe ich das Ganze nur gespielt. Also ein Teil, den ich wirklich weniger gespielt habe. Und hier siehst du schon, du rutschst weg, wir werden es gleich auch noch akustisch hören. Die Reifen blockieren trotz ABS. Mittlere Traktionskontrolle und ABS habe ich angemacht. So habe ich es eigentlich momentan überall in allen Spielen. Ich habe mir auch das nicht nehmen lassen, mein Lenkrad einzurichten. Zumindest provisorisch. Und wir fahren mit den Softs. Ja, die Softs waren früher weiß. Das waren schon die Pirelli, soweit ich weiß. Aber da gab es noch diese ganz komische Aufteilung. Das war, soweit ich weiß, auch noch vor den Regenbogen-Reifen. Da kann ich mich jetzt aber auch bei vertun. So, und jetzt siehst du rechts, was ich sagen muss, dieses Schnellauswahlmenü links. Das gefällt mir super. Also ich weiß, wir haben mittlerweile unten rechts ein riesiges Menü, wo du wirklich alles einstellen kannst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, alleine diese Benzingemisch, klar, das brauchst du mittlerweile nicht mehr, aber ich finde das super, dass du wirklich mit zwei Klicks dahin kommst, wo du sein möchtest und nicht erstmal alles durchschalten musst. Du hast auf der einen Seite alles, was du brauchst, von Benzin bis welches Gemisch du bist und so weiter, ne? Auch Position nach Stopp und auf der rechten Seite hast du das und auf der linken Seite hast du dieses Schnellauswahlmenü zu dem, was du gerade brauchst. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Ob das jetzt noch wahrscheinlich nicht mehr so umsetzbar. Uiuiui, da ist Kobayashi aber sehr langsam gewesen. Ob das jetzt noch so umsetzbar ist, schwierig, weil wir ja jetzt dieses du kannst ja deinen Renningenieur ansprechen. Und da brauchst du natürlich auch das Schnellauswahlmenü. Und da könnte das Ganze blockieren. Aber sonst finde ich das hier eigentlich besser gelöst. Meiner Meinung nach. So, und hier siehst du aber, wie der Wagen hier wegrutscht. Der ist aktiviert. Aber das werden wir nicht kriegen gegen Kobayashi. Zumindest jetzt noch nicht. Und auch hier sind die exorbitant langsam. Suzuka, ich hoffe, ihr habt ein tolles Qualifying, weil das hier nehme ich jetzt exakt 8 Stunden vorm Quali auf. Und ich hoffe, es ist überhaupt stattgefunden bei dem Regen, der da abgeht. Aber eigentlich sollte der Samstag regenfrei sein. Nur für den Sonntag ist wieder mehr Regen angesagt. Mal schauen. Und vielleicht wird Verstappen ja in Suzuka Weltmeister. So, und während wir hier reden, ist Eriksson auch wieder an uns dran. Der hat sich ganz langsam rangeschlichen. Das Spiel, wo er war, übrigens auch das letzte F1 2014, sage ich schon. War das letzte für die PlayStation 3 und die Xbox 360. Und vor allem das wichtigste Feature, das hat zwar nicht ganz so geklappt wie
wie es sollte, aber es gab eine Red Flag. Ja, ja, tatsächlich. Spiele oder Formel 1 Spiele hatten mal eine Red Flag drin. Und dann hast du einfach wieder von der Box, nicht von der Box gestartet, von gab es halt einen Restart. Das würde das aktuelle Game so viel aufwerten, also die aktuelleren Games. Klar, vielleicht macht man es optional, dass man Red Flag aktivieren oder deaktivieren kann. Von wegen, ne, nicht, dass du in irgendwelchen Multiplayer-Matches sagst, alles klar, derjenige provoziert jetzt eine Red Flag, um da besser voranzukommen. So, und dann rutschen wir jetzt hier ziemlich weit raus. Aber optional fände ich das eigentlich eine geile Idee. Die Red Flag hat aber auch tatsächlich nur in Monaco funktioniert, soweit ich weiß. Also, mir ist keine Situation bekannt, wo ich im Rennen oder auf einer anderen Rennstrecke eine rote Flagge hatte. Soweit ich weiß, ist das auch so gewesen, einfach nur, wenn das Safety Car keinen Weg mehr an der Unfallstelle vorbeigefunden hat, dann wird das Rennen quasi Red Flagged. Soweit ich weiß. So, wir kommen gleich an einen kleinen Funfact. Einen kleinen Funfact. Ihr seht ja auf den Tribünen diese ganzen Menschen. Die sind im Zeitfahren nicht da. Und was mir in Suzuka aufgefallen ist, nachdem ich hier ein bisschen rumgefahren bin und ein bisschen alles einstellen musste, die ganz äußerste, diese Tribüne, die ihr da jetzt richtig sieht mit der Deutschlandflagge, gesehen habt, da haben sie einfach vergessen, die Menschen wahrscheinlich rauszulöschen. Ist jetzt weniger ein Fingerzeig von wegen haha, sondern ich finde es trotzdem eine coole Atmosphäre, dass einfach die Tribünen während des Zeitfahrens leer sind. So sollte es ja auch eigentlich sein. Das ist atmosphärisch. Auch hier, wenn du dir mal so guckst, der Turm und das Riesenrad, die bewegen sich alle. Und der Turm, der Freefall Tower, bewegt sich auch. Da weiß ich gerade nicht, ob es in 2022 auch noch der Fall ist. Die Ressourcen sind wahrscheinlich auch woanders besser aufgehoben. Aber das sind so kleine Details, die Strecke noch einen Ticken lebendiger machen. Ich meine, wir haben jetzt in F122 Musik, dynamische Musik auf der Rennstrecke, aber come on, jetzt mal ganz ehrlich, das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Aber wie sind eure Tipps denn für dieses Wochenende? Wird Max Verstappen Weltmeister? Und wie sehen die Top 3 aus? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, denn dieses Video wird sich auch zu Ende neigen. So langsam, weil wir sind ja jetzt schon in Runde 5. Wir fahren gleich wieder hier vorbei. Aber die Minimap, da habe ich mich, als ich das erste Mal F1 2014 gestartet habe, habe ich mich erschrocken, wie pixelig die aussieht. Ich habe mehrmals alles umgestellt, probiert und geguckt, ob ich die irgendwie mehr HD kriege. Nein. Die sah damals so aus. Nico Rosberg gewinnt. Wie gesehen, es ist ein bisschen schwerer zu fahren. Gutierrez kommt auf uns zu. Aber es ist wahrscheinlich eher eine Umgewöhnung statt unfahrbar. Muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, beim Bremsen habe ich das Gefühl, ein bisschen zu hart. Man hört's. Die Reifen blockieren, trotz dass man ABS anhat. Wahrscheinlich würden sie noch viel mehr blockieren, aber das spielt jetzt keine Rolle. Wir fahren über Start und Ziel und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein. Links geht's jetzt zum letzten Recap nach Singapur und rechts zum letzten Motorsport-Manager-Part. Viel Spaß, tschüss.